Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Tomb Raider. Und ich habe mal ein bisschen die Gegend erkundet und habe deswegen einen neuen Fähigkeitspunkt. Und wir schauen mal, was wir hier haben. Schneller vorbewegen, naja. Okay. Mehr Munition brauchen wir auch nicht unbedingt. Irgendwie glaube ich, mache ich lieber das da. Okay, dass die Sachen besser leuchten. Sie klingt schon mal sehr gut. Guck mal an die Ausrüstung noch, was wir da haben. Bogen haben wir alles. Da haben wir jetzt den neuen Bogen bekommen. Das passt. Guck mal, ob wir hier noch die Waffe. Erhöhen das Nachladetempo. Rückstoß verringern. Und das hier kann man nicht holen. Okay. Ich bin übrigens. Verdammt. Echt dafür, wenn wir jetzt ein bisschen mal reingehen. Ach komm, wir nehmen einfach mal den Ingenieurs Overall. Einfach mal als Gag quasi. Ach komm, wir sind jetzt hier. Oh Mann. Trage jetzt einfach mal den bis zum nächsten. Wechseln. Munition haben wir voll. Da unten ist auch noch eine, ja? Sehe ich gerade. Rennt das da unten? Können wir das hier. Moment. Ich hatte in den Kommentaren gelesen, dass man die schwingen lassen kann. Ach, ja, das ist immer geil. Danke für die Info. Und falls ihr euch jetzt gewundert habt, was da gerade im Hintergrund war, da ist gerade der Hund abgehauen. Die Hani ist etwas unruhig gerade. Und die sitzt nämlich hinter mir auf dem Sofa. Okay. Das hier haben wir auch. So. Da drüben können wir noch irgendwie hin. Oh. Moment, können wir. Nee, da müssen wir, glaube ich, irgendwo anders den Weg dazu finden. Vielleicht von da drüben? Oh, das wäre viel zu weit. Irgendwie ist auch, hat auch das Outfit irgendwie was. Hier ist ja jede Menge von diesen Kisten. Krass. Oh, hier geht's nicht weiter. Okay, wir müssen irgendwie nach da oben kommen wieder. Vorne ist noch eine Kiste drin, oder? Oh Gott. Na komm. Sehr gut. Na komm. Hä? Okay, jetzt müssen wir irgendwie gucken. Vielleicht komme ich nochmal irgendwie von hier aus da nach drüben. Kann ich mich hier irgendwo dran rüberziehen vielleicht? Wow. Moment, ich glaube. Ja. Hier. Ha. Sehr gut.
Und da müssen wir mal irgendwie schauen, dass wir nach da oben kommen. Okay, hep. Was denn das? Schrotflinte? Die haben wir noch gar nicht. Ja, super, da kommen wir nicht durch. Das hat sich ja mal gelohnt. Okay, wir müssen jetzt irgendwie wieder nach da oben kommen. Hier, irgendwo muss ich hier nach oben kommen. Moment. Oh. Ha. Krass, kann man hier viele Sachen noch finden. Das ist große Klette, eine Wurzel, mit der im Campo traditionell Entzündungen behandelt wurden. Hm, okay. Hier so nach oben, glaube ich. Oh Mann, der Rückweg ist auf jeden Fall schwerer. Was haben wir hier noch? Okay, die haben wir schon voll. Ich muss jetzt irgendwie nur nach oben kommen. Nur. Dum. Ah ja, okay. Au. Das ging daneben. Genau, hier lang. Ach, verdammt. Okay, dann hier hoch. Okay. So. Was? Nein, nein! Was war denn? Wie habe ich denn das hinbekommen? Dieses glorreiche Manöver. Oh Mann. Ich wollte doch eigentlich nur nach da drüben springen. Jetzt aber. Ja, jetzt hätte ich fast vergessen, auf X zu drücken. Da drüben ist eine Schnur runter. Gut. Hätte ich da oben nicht irgendwo mal einen Punkt gehabt, dass ich da mir diesen ganzen Weg hier hätte ersparen können? Ich weiß nicht. Egal, jetzt sind wir eh fast oben. Ah, da lang. Auf jeden Fall haben wir jede Menge von diesen Geheimnissen gefunden. Durch diesen Umweg. Moment. Oh. Ja. Da war gar nichts. Verdammt, falsch rum. Oh, da war was.
Ich gehe mal hier so hoch. Wie komme ich denn da rüber? Verdammt. Kann ich da durch? Was? Okay. Wo ist denn? Da drüben ist der Nebel. So rum. Ach nee, da drüben ist. Ich sehe es schon. Und jetzt hier festmachen, genau. Moment, aber da oben scheint doch wieder so ein Grabmal zu sein. Kann das sein? Diese Markierungen waren noch beim letzten Mal für so ein Grab gut. Ich mag diese kleinen Mini-Rätsel nebenbei immer noch mal. Ich finde ich ganz geil bei diesen Gräbern. Und die sind meistens für solche. Ich habe auch eins nochmal gefunden gehabt auf dem Weg hierher. Vielleicht gibt es noch so eine Kiste. Windig. Ist schon echt gruselig, die Atmosphäre so. Man erwartet irgendwie die ganze Zeit, dass irgendwie was einen angreift. Okay. Halle des Aufstiegs. Okay, ich muss irgendwo da drüben rein, denke ich mal. Ja, aber hier erstmal einen Speicherpunkt. Ausrüstung. Machen wir erstmal die Waffe hier voll. So. Gut. Die hätten wir. Irgendwie ist das zu lang. Cool. Hier ist eine. Oh. Hier. Okay, ich mach schon die Fenster zu. Und dann können wir das jetzt hier mal drehen. Schnell, schnell, schnell.
Ah. Oh, oh. Schnell, 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 schnell. Na komm. Yes. Das war aber diesmal recht kurz. Wunderschön. Gehörte das hier zu einem größeren Komplex von Ruinen? Irgendwie war mir das fast zu leicht. Yay. Yeah. Sind 250 Punkte für dieses leichte Rätsel. Wow. Das nenne ich wirklich mal leicht verdiente Punkte. Autsch. Also, da waren schon ganz andere Rätsel hier vor kurzem noch. Okay, Fähigkeitspunkt. Rang 3 Spezialist? Ein Kämpfer? Verletzen Sie Feinde mit Ihrer Kletteraxt einen tödlichen Hieb? Das ist doch geil. Ja, das ist doch gerade für diese, ja, das finde ich super. Ach komm, wir machen auf jeden Fall jetzt mal das Outfit anders. Erstmal gucken wir mal, was wir bei der Pistole noch machen können. So. Dann nehmen wir doch lieber wieder was anderes. Jäger, Pilot? Was war denn das Piloten-Outfit eigentlich? Ich glaube, das war das mit der Jacke, was ich eigentlich ganz cool fand. Das ist ja egal, hier so windig. Mal schauen. Nee, das muss ich sagen, das gefällt mir nicht so. Sorry, irgendwie bin ich da total eigen bei den Outfits. Jäger, Pilot, Guerilla, Bergsteiger, Ingenieur, Meisterschütze. Ich muss sagen, gefütterte Weste finde ich gerade in dieser Gegend hier. Ich glaube, das waren die hier. Ja, genau. Das finde ich eigentlich mit am ansprechendsten gerade bei den Temperaturen. Ja, gehen wir mal raus aus dem Bereich hier. Das ist schon sehr praktisch, dass wir jetzt die Fackel überall anmachen können. Mit einem Schraubenzieher. Geht gar nicht mal so gut, wie man hier vielleicht denkt. Aber da muss man ganz schön Funken sprühen dabei. Selbst wenn man genügend Magnesium hat, dazu muss man, darf man auch nicht vergessen. Einfach nur für so ein bisschen Funken. Normalerweise geht das nicht so leicht. Ich spreche da aus Erfahrung. Okay. Jetzt können wir theoretisch nach da drüben oder nach da drüben. Da blitzert aber irgendwas. Dann sollten wir vielleicht erstmal dahin gehen. Moment, wir könnten aber auch. Wenn wir... Hä? Machen wir erstmal hier rüber. So.
dann... Huch, falsche Waffe. Darüber. Über 10 Ecken zum Ziel. Genau, hier haben wir auch noch so eine Statue. Sehr schön. Okay, da kommen wir jetzt gerade nicht irgendwie weiter, so. Ah, aber von hier. Was ist denn das da? Ein Eiernest? Ach komm. Das ist wieder Mist, ich kann sonst wohin springen, kann natürlich diesen Sprung nicht. Okay, das da drüben haben wir aber. Da oben liegt irgendwie ein Goldbarren. Autsch. Ach nee, das war ein Buch. Egal. Es ist Zeit, dass ich diese verfluchte Insel verlasse. Ich habe genug von Yamatai gesehen. Ich kann die Macht der Sonnenkönigin nicht erklären, aber sie stammt nicht von dieser Welt. Wie vermutet, kannte sie mein Ansinnen schon, als ich die Insel erstmals betrat. Sie hat mich manipuliert, um zu erfahren, welche Informationen ich suche. Aber sie wusste es immer. Sollte ich diesen Ort lebend verlassen dürfen, muss ich meinen Herrn warnen, dass wir Yamatai um jeden Preis meiden sollten. Wollen wir Zugang zu ihrem Meer, sollten wir bezahlen, was sie verlangt. Aber wir sollten die Sonnenkönigin niemals brüskieren, denn das wäre unser sicherer Untergang. Von dem, was ich sonst gesehen habe, jenen finsteren Schrecken, kann ich nie widersprechen. Okay. Das hört sich irgendwie creepy an. Hier sind Eier. Ach, okay. Ich habe eine Herausforderung. Nein. Okay, so. Da vorne. Ich muss darüber. Na komm. Jetzt sind wir endlich da. Jetzt ist die Folge halt mal ein bisschen länger. Nein. Oh Gott. Wo ist der hin? Das bringt uns ja nichts, wenn wir hier diese Fackeln anmachen, oder? Hier ist auch nichts. Ich weiß jetzt gewohnt, dass jetzt Gegner kommen.
Gut, dann werde ich hier aber auch erstmal eine Pause machen. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Also dann, ciao, ciao.